Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Guten Morgen, guten Mittag oder wahrscheinlich guten Abend, liebe Leute! Herzlich willkommen zu einem neuen Format. Ich weiß, es klingt unmöglich, aber schauen wir ihn uns doch erst einmal an. Und zwar, ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht jetzt mal anfange mit so ein paar etwas themenbezogeneren Videos. Ich meine, hab ich gesagt, dass ich ein Comedian bin? Ja gut, das habe ich aber. Ich möchte mal mit euch heute über ein Thema reden, und zwar geht es um Facebook. Und zwar hatte ich vorhin mit meinem Bra. Hey, Bra. Für was sollte Facebook eigentlich da sein? Facebook war die Plattform, wo man sich verbinden konnte. Ihr habt eben im Prinzip angefangen, eure Freunde zu adden, eure Klassenkameraden, mit denen ihr eben am besten zurechtkommt. Ja, servus, ich bin Moritz. Hi, du, sorry. Ich wollte dich fragen, kann ich dich vielleicht in Facebook hinzufügen? Shredded Style. Ha, servus Moritz, genau. Verpiss dich! Jedenfalls war es dafür ausgerichtet, im Prinzip mit euren Freunden zu connected sein, mit euren Freunden was zu teilen, mit euren Freunden zu schreiben, neue Leute vielleicht kennenzulernen. Darauf war die Plattform ausgerichtet. Ja gut, das war sie, aber du gehst in Facebook rein, aktualisierst. Peter, gefällt der letzte Beitrag vom Inski? Hier wurde ein neues Pick von Karl S. gepostet, hier wurde ein neues Pick vom Tim Gable, vom Rolf, du Mistgeburt! Im Endeffekt ist Facebook für mich, mir ist es zumindest aufgefallen, nur noch eine Plattform, wo irgendwelche Pics oder irgendwelche Beiträge gepostet wurden, die von irgendjemand geliked wurden oder von den Leuten, die ich eben sozusagen geliked habe. Ich meine, ich will das jetzt nicht schlecht reden, ja? Ich meine, für mich ist es ja ein harter Vorteil, weil ich meine, ich bin ja Betreiber von so einer Facebook-Seite. Ich habe da mittlerweile schon über 100.000 Likes. Ich will es auch mal dazu sagen, an alle, die mich nicht auf Facebook geliked haben, nehmt euren Fiat und liked meine Facebook-Seite! Ich finde es einfach krass, wie sich so eine Website im Prinzip oder so eine Seite so krass auf diesen Fame-Status gerade so fixiert hat. Ich meine, wie gesagt, ich kann mich da jetzt definitiv nicht drüber beschweren, weil ich gehöre eben zu den Leuten, die eben so eine Seite betreiben. Das war mal jetzt hier ein Video der anderen Vaganz, ein bisschen anders aufgebaut. Mich würde es mal interessieren, wie ihr zu solchen Videos steht. Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Ich bin wirklich interessiert. Nee, wisst ihr was? Juckt mich nicht. Verpiss doch!